Willkommen zum Ilmon Turnier und damit willkommen aus dem Liberty Stadium. Heute heißt die Begegnung FC Watford gegen SD Eibar. Ich bin der Dennis vom Kanal Ilmon 615 und der Kommentator dieser Begegnung. Wahrscheinlich, wenn man sich dieses Turnier bislang angeschaut hat und so ein bisschen querschaut, könnte man denken, dass dieses Spiel, eventuell Platz 3 wird. Nein, ist es nicht. Beide Teams haben das Auftaktspiel gewonnen und können eventuell die Überraschung dieser Gruppe werden. Erst recht, weil wir im letzten Spiel dieser Gruppe erkannt haben, dass der Favorit der Gruppe Lazio Rom, aber sowas haben wir mal straucheln ist. Mal schauen, wie das denn laufen wird. Eibar Geheimfavorit für einige gewesen. Mal schauen, ob das wirklich diese Geheimfavoritenrolle nun den weiterhin in die Karten spielt. Schließlich geht es heute gegen Watford, die man international auch nicht kennt. Das ist es ja eben gerade. Viele Teams, die man international eher weniger kennt, in diesem Turnier erfolgreich. Ob es nun auch so hier weiterläuft, das ist die große Frage. Das Liberty Stadium, Watford hat ja schon das ein oder andere Mal hier gespielt. Für Eibar ist es das erste Mal und die Aufstellung, beide Teams unerhofft, unüberraschend, unverändert. Ja, Tatsache, auch wenn Gray im letzten Spiel wirklich nichts dafür beigetragen hat, wirklich für Watford die Führung zu erzielen. Doch, er hat die Flanke gebracht, aber viele, viele Chancen liegen gelassen. Trotzdem darf er heute wieder in den Sturm. Auf der anderen Seite, ja, wie auch für viele überraschend, eventuell vor einem Sturm Garcia. Richtig. Im letzten Spiel war er eher als Mittelfeldmann prognostiziert worden. Wir haben ihn, glaube ich, auch als Stürmer angezeigt. Er hat seine beiden Tore gemacht und mal gucken, ob er heute jetzt noch ein paar nachlegt. Schließlich geht es auch noch etwas insgeheim um die Torschützenliste. Da werden wir ja dann erst ab der Platzierungsphase drauf eingehen. Und damit willkommen zum Spiel zwischen Watford, die heute in den gelben Trikots spielen, gegen Eibar in den schwarzen Trikots. Und schön langer Ball Richtung Inouye. Inouye mit der Flanke und der Kopfball nicht ganz gelungen. Also heute erwarten wir hier ein sehr offensives Spiel. Ein Spiel, wo eigentlich die Frage nach der Individualität der beiden Teams steht. Heißt also, wer darf heute individueller spielen und wer darf heute überraschender sein? Die Spanier wieder mit einer Fünferkette hinten. Ist ungewöhnlich, ja, aber die sind sich eben ihrer eigenen Sache nicht sicher. Man kann das Auftaktspiel hoch gewinnen, ja, und danach alle Spiele verlieren. So hieß es ja vom Trainer. Deswegen spielen wir heute wieder mit Fünferkette. Watford, ja, Offensive, ganz klassisch. Mit einem Mann. Dass die beiden Außen wieder nach vorne laufen können. Aber wir schauen einfach mal, wie diese Partie heute laufen wird. Vielleicht erste Möglichkeit? Nein. So, schnelle Bälle. Inouye. Auf Kike Garcia, der aber nicht schneller ist als der Ball und dementsprechend gehalten vom Torwart. Carrillo. Und da ist er wieder, der Peruaner. Peminha. Und Reich. Und erstmal weg. Erstmal Ruhe reinbringen. Sieht der Trainer von Watford auch so. Erstmal Ruhe reinbringen in diese Partie. Cleverly. Und Carrillo. Schade. Angel dazwischen. Olivas. Weit gespielt. Leider Risiko. Konterchance hier. Jetzt vielleicht. Da kommt Garcia nicht ran. Kike Garcia. Auf dem würden sie wahrscheinlich hier extrem aufpassen. Klar, er hat im letzten Spiel zwei Tore erzielt. Und das kann eben dann auch ganz böse enden, wenn der dann wieder trifft. Und dann, ja, ist das Geschrei groß. Cleverly.
ein paar Stafette läuft. Jetzt müssen einfach nur noch die richtige Lücke finden. Ja, ist jemand verletzt auf dem Boden. Schiedsrichter lässt aber weiterlaufen. Oh, es sieht so aus, dass er nicht weiterspielen kann. Ob es so sein wird oder ob es... Er scheint doch noch weiterspielen zu können. Tolle was. Ja, mit ein bisschen Humpeln. Das ist er dabei. Gray. Gray gegen 2, gegen 3. Carillo! Etage zu hoch. Etage zu hoch, der Ball kam richtig gut. Und dann hat er ihn leider zu hoch geschossen, hat er ihn schlecht getroffen. Und so, da geht der Ball fast in Richtung Dach, das kann man ja oben schön sehen. Gibt keinen Wechsel, heißt also, der Spieler möchte hier doch weiterspielen. Etwas überraschend. Und Freistoß. Ja, Ruhe reinbringen. Das wird wahrscheinlich jetzt gerade die Devise sein für Alba. Bisschen Ruhe reinbringen. Das Spiel hier nicht zu hektisch gestalten. Weil es droht dann der Konter und dann, ja, dann ist eben der Traum vom Titel wieder weg. Cleverly. Ah, schön vorbeigegangen. Carillo. Carillo in die Mitte, Cleverly! Na, da ärgert sich der Engländer. Hätte er ihn da noch weiterspielen können? Ja, in die Mitte rüber, aber das wäre vielleicht ein ganz gefährlicher Pass geworden. So, weiter in 0:0. Also, Watford hier. Bislang offensiv besser dabei. Carillo und Lilly. Aber das ist vielleicht eventuell auch verschuldbar durch eben diesen Favoritenstatus, den sie sich ja jetzt im letzten Spiel erarbeitet haben. Gray in die Mitte. Geklärt. Der wäre drin gewesen. Der wäre drin gewesen, wenn der Verteidiger den Ball nicht abgeklärt hätte mit der Grätsche. Und es gibt Eckball. Der Torwart wäre da nicht rangekommen mehr. Ecke Watford. Und den Tritt. Selbstverständlich. Oliver Bass. Flanke kommt und geklärt. Nächstes Aufbauspiel. Die bleiben aber trotzdem alle vorne, die Spieler von Watford. Könnte natürlich jetzt ein Konter drohen. Kappa. Und Peña. Und wieder Peña. Jordan. Nein. Schlechter Pass. 2 Minuten Nachspielzeit wird angezeigt. Und jetzt vielleicht der blitzsaubere Konter. Chance lebt noch. Nein. Wollte eigentlich sagen, dass die Verteidigung da richtig gut aufpasst, dass er den Ball da dann unglücklich annimmt. Doof gelaufen, Gott sei Dank hat er seinen Fehler direkt wieder weggemacht. Und dementsprechend, es steht 0:0. Enrich bislang mit keiner Möglichkeit. Und es steht 0:0 und dann hoffen wir mal in der zweiten Halbzeit, dass es Besserung gibt. Zumindest von den Toren her. Die 42 Minuten gehen los. Watford heute in den gelben Dressen gegen Alba in Schwarz. Die Spanier mit bislang gar keine Möglichkeit. Also, das macht Watford gut. Aber das Problem, was sie im ersten Spiel schon hatten, ne? Chancenauswertung. Das ist das leider das große Problem von Watford. Die hätten hier auch schon gerne 1:0 führen können. Wenn man das zusammenfassend bislang erklären sollte, das Spiel. Vielleicht die erste bedrohliche Chance hier für den Kasten von Watford.
Ecke kommt. Und der Ball wird weitergespielt Richtung Inui, den aber nicht mehr kriegt. Trotzdem Einwurf. Anscheinend kam da noch jemand von Watford ran. Inui. Und nächster Einwurf. Ja, den macht er direkt schnell. Penja. Und gut dazwischen gegangen. Oder was? So. Konterchance. Klar, die Spieler von Alba spielen jetzt anscheinend nicht mehr mit Fünfer, sondern mit Viererkette. Das könnte aber auch böse nach hinten losgehen, wenn sie jetzt ihre Fünferkette auflösen. Gray. Zu langsam der Schuss. Viel zu langsam. Den hat er halt. Hat er zu wenig Wucht gegeben. Und so muss der Torwart sich hier nicht beweisen. Carrillo. Ja, Gray. Wieder Gray. Ich kann mir gut vorstellen, dass er im nächsten Spiel nicht mehr aufgestellt wird. Wechsel. Jetzt wird ausgewechselt. Gray verlässt den Platz. Und Kana kommt rein. Auf der anderen Seite BB kommt für Benja. Also soll der Italiener das jetzt vorne richten. Vielleicht nicht so. Mit viele Chancen und es gibt hier keinen Freistoß. Es sagt, der Schiedsrichter sagt Vorteil. Gunner. Und Cleverly. Passspiel hin, her, aber manchmal ist hin, her eben nicht die richtige Option. José Angel. Und jetzt wieder gucken, schauen, wo steht wer frei, langsam den Ball anspielen. Die Spanier machen das hier richtig gut. Auch mit ihrer Viererkette. Cleverly. Da kommen sie wieder nicht dran vorbei. Kommen sie wieder nicht dran vorbei. Jetzt ist die Kontermöglichkeit da. Über BB. Ja, so schnell ist die Kontermöglichkeit auch wieder futsch. 20 Minuten noch auf der Uhr. Es deutet sich sehr viel auf ein 0-0 Unentschieden hin. Aber ich denke mal, das wäre für beide Teams nicht das schlimmste Ergebnis. Jetzt vielleicht die Möglichkeit zum 1-0 und dann ist es doch das 1-0. Watford führt durch Cleverly. Einmal die Lücke genutzt, einmal die Lücke gesehen und einmal hat es eingeschlagen. Diese unerwarteten Dinger. Die machen es in diesem Turnier. Der Torwart kommt da noch mit dem Arm ran, aber der kann ihn nicht über den Kasten klären. Der Ball geht an die Latte und geht dann ins Tor. Und Watford führt durch die Nummer 8 in der 72. Minute. Und jetzt ist natürlich die große Frage, ja, was machen wir denn jetzt? Auflösung der Fünferkette hat soweit funktioniert. Ja, bis eben. Bis eben und dann trifft er. Garcia kriegt nochmal nachträglich gelb für das Foul von vorhin. Und jetzt müssen sie nach vorne spielen. Jetzt bringt das allesamt nichts mehr. Der Geheimfavorit liegt hinten. Als letztes müssen sie ja noch gegen Lazio Rom ran und Watford darf noch gegen West Ham im englischen Duell. Und dann wird es wahrscheinlich um den ersten Platz gehen, beziehungsweise um Platz 2, je nachdem wie die andere Begegnung läuft. Cleverly. Torwart mit rausgelaufen. Hat er seinen Verteidigern hier nicht so ganz getraut. Es gibt Wechsel. Cleverly verlässt den Platz. Dafür kommt Kaborg wieder rein.
der Franzose, der jetzt wieder absichern soll. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Jetzt passt das 2:0. Der Kopfball ein bisschen zu lasch. Ja, Schiri sagt Vorteil. Carillo. Und man sieht das auch in der Statistik. Alba hat noch nicht wirklich einen Schuss abgegeben. Also, heute einfach nicht da. Heute klappt es einfach nicht. Ah, Zweikampf. Spanier bleibt der Sieger im nächsten Duell nicht. Im nächsten Duell ist er der Verlierer. So, Nachspielzeit wird wahrscheinlich 2 Minuten sein. Und okay, na. 2 Minuten Nachspielzeit wird angezeigt. Da ist er wieder, der Italiener. Olivas in die Mitte gespielt. Kopfball. Und das sollte Ecke geben, aber der Schiedsrichter sagt Abstoß. Und klar, der Torwart schmeißt sie alle nach vorne, sagt, alle Mann nach vorne, komm, volles Risiko, wenn wir das 2:0 fangen, ist das doof gelaufen. Wir haben ja noch das positive Torverhältnis, was sie dann eventuell rettet. Was sie eventuell auf Platz 2 noch hieft. Nö. 1:0 gewinnt der FC Watford, weil sie eben viel mehr gemacht haben für das Spiel. Und Alba hatte einfach keine Idee, irgendwie da jetzt durchzukommen, irgendwie irgendwas zu machen. Die Bälle kamen nicht auf die Außenspieler. Cleverley, Spieler des Tages aus meiner Sicht, hat das Tor erzielt. Und damit verabschiede ich mich meinerseits. Wir sehen uns hoffentlich zum nächsten Spiel wieder. Wenn ihr mögt, schaltet ein. Bis dann und ciao.